Ja, heute bin ich in Schönau, einem Stadtteil von Mannheim. Und hier endet die Linie 1. Hier direkt hinter mir ist auch die Schleife. Und die Linie 1 ist eine sogenannte Durchmesserlinie und darum geht es heute bei Raumplanung in 3 Minuten. Eine Durchmesserlinie ist eigentlich relativ schnell erklärt, ja, deshalb werden wir heute auch die 3 Minuten schaffen. Das ist eine Straßenbahnlinie, die vom einen Ende der Stadt direkt komplett durch die Stadt zum anderen Ende der Stadt verläuft und dabei sehr viele wichtige Stellen und Orte und Sehenswürdigkeiten und Zentrum der Stadt sehr gut miteinander verbindet. Schönau befindet sich eigentlich direkt im Norden von Mannheim. Ziemlich gut gelegen. Und von hier führt die Linie bis runter nach Rheinau, was dann wiederum relativ gut im Süden von Mannheim gelegen ist. Und die Linie führt einmal komplett durch die Stadt und verbindet damit quasi diese beiden Stadtteile sehr gut miteinander. Der Vorteil von solchen Durchmesserlinien ist letztendlich, dass man eine sehr gute Anbindung von sehr weit außerhalb gelegenen Stadtteilen miteinander und mit der Stadt selber hat. Und gerade bei der Planung ist es dann oft auch sehr einfach, dass man eben entsprechende Himmelsrichtungen die Linien verlegt und den Linienplan und so für die Bevölkerung, die Leute, die das dann nutzen, auch sehr vereinfacht. Weil die Leute dann wissen, egal wo sie in die 1 einsteigen, sie können immer halt entsprechend bis zum Ende der Stadt im Süden oder bis zum Ende der Stadt im Norden fahren. Das war's dann auch schon hier zu der Straßenbahnlinie 1. Jetzt habt ihr vielleicht gesehen, dass hier gerade an mir die Straßenbahn vorbeigefahren ist. Das muss ich ein bisschen warten, dann kann ich wieder runter in die Stadt fahren. Und ja, dann schaue ich mal, wo ich aussteige. Denn das Tolle bei dieser Durchmesserlinie ist, ich kann aussteigen, wo ich will. Ich bin immer irgendwo an einer guten Stelle in Mannheim, wo ich relativ schnell wieder in die jeweils andere Richtung zurückkomme. Eigentlich ganz toll. Naja, wie dem auch sei, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und vielleicht sieht man den einen oder anderen von euch ja demnächst mal in Mannheim. Bis dahin, ciao!